wünsche einen wunderschönen guten Tag. Er ist wunderschön, weil ich jetzt wieder Gothic spielen darf. Ja. Ich dachte gerade, wo ist mein Begleiter? Ich bin von Risen 3 manchmal so gewöhnt, einen Begleiter ständig dabei zu haben. Da ich mir denke, warum habe ich in Gothic 2 keinen Begleiter? Ja, voll nissen. So. Oh. Wir haben hier so viele Pilze noch übersehen. Was ist denn hier los? Hä? Ist da jemand tot? Ne, das ist ein Zombie. Ein weiterer Zombie. Oh nein, die greifen sich ja gegenseitig an. Eine schöne Erfahrung. Hört auf! Eine schöne Erfahrung. Hört ihr wohl auf? Nein, sie haben es schon getötet. Ihr Münster, warum? Diese 100 Erfahrungen, die werden mir mein Leben jetzt kosten. Ich nicht treffe. Ah, fuck. Ah. Scheiße, das Vieh ist zu schnell. Was? Na, endlich. Mann. Blöd, wenn man ungeübt ist. Dabei bin ich... Ne, Bogen bin ich Schütze, warum auch immer. Armbrust bin ich gar kein Schütze. Eigentlich müsste ich Bogen machen. Aber ich habe mehr Stärke. Naja. Ich könnte ja mal Bogen machen. Das macht aber nicht ganz so viel Schaden. Aber bin ich geübter. Da treffe ich halt da besser. Ist das ist jetzt so die Frage, was besser ist. Wahrscheinlich habe ich halt irgendwie mehr Steintafeln für Bogenschützen gefunden. Warum auch immer. Ah, da war doch eben eine Heilwurzel. Und ein Heilkraut. Aber naja. So. Mann, Mann, Mann. Haben die sich gegenseitig hier abstechen müssen? Gibt's das denn? Das kann ja nicht sein. Oh, da haben wir nochmal Sumpfkraut, oder? Ne, Unkraut. Okay, das ist wirklich nur Unkraut. Das ist unbrauchbar. Ein Zombie. Soll ich jetzt Angst haben? Oft machen sie mir Angst, komischerweise. Die überraschen mich halt so. Die kommen so. Schleichen sich so lautlos an dich ran. Und dann. Uah! Obwohl sie ja überhaupt nicht gefährlich sind. Sie sind so langsam und machen so wenig Schaden. Sie halten nur viel aus am Anfang. Ansonsten sind sie ja keine Gegner wirklich. Geschenkte 200 Erfahrung ist das. Heilpflanze. Ach Gott, habe ich hier echt gar nichts aufgesammelt. Scheinbar nicht. Ich bin gerade wieder so im Sammelfieber. Ich muss alles sammeln. Okay. Und sonst noch hier. So, da haben wir eine Halbwurzel. Gibt es hier noch einen Golem? Sumpfkraut. Da ist auf jeden Fall Sumpfkraut. Es gibt ganze 10 Erfahrungen. Ja. Nö, nee. Also ich sehe mal hier nichts mehr. Schade. Ich hätte die Erfahrung gern mitgenommen. Darf ich nun nicht so nah wieder ins Lager kommen? Habe ich die eigentlich schon ausgefragt, die da vorne sind? Sind ja auch noch ein paar. Naja, das sind aber in der Regel nur normale Banditen. Ah, da hinten ist dann auf jeden Fall noch eine Ratte. Ein Schatz, den müsste ich aber auch schon haben. Können wir nicht verstehen, dass ich den nicht hab. Nichts zu plündern. Oder? Ja, das ist blöd. Dass die immer noch mal hacken, obwohl man es schon mal erbeutet hat. Ne, absolut nichts. Das war unnötig. Ja, jetzt gehe ich aber doch mal noch mal gucken. Bei den Banditen, die vorne am Tor sind, ob die noch was haben für mich. Das mache ich jetzt gerade noch. Na, komm, geht da auch. Dann mal sehen. Ich glaube ja nicht, das müssen nur normale Banditen sein, oder?
Ne, Sancho. Er hat zumindest meinen Namen. Ja, hat doch schon gelohnt. 100 Erfahrung schon. Nice. Und der? Ne. Das ist ein normaler Bandit. Gut. Ansonsten, da hinten waren wir schon überall. Ja, komm, hauen wir wieder ab. Naja, immerhin 100 Erfahrung nochmal. Das war ja nur ein kurzer Abstecher nochmal. Okay. Ritterrüstung wieder an. Und dann geht's weiter. Gucken wir mal oben bei den Markern noch um uns. Vielleicht sind da noch irgendwo Monster. Ah, da oben sehe ich auf jeden Fall einen Drachensnapper. Ja. Die packe ich zwar mittlerweile, aber ich habe immer noch großen Respekt vor denen, muss ich ja zugeben. Ich bin vorsichtig. Mist! Du Drecksack! Ah, Alter! Hat der mir 4 abgezogen? Also das hat ja absolut nicht geklappt. Mann, oh Mann, oh Mann. Ab und zu greifen die einfach nicht so an, wie ich will. Naja, was soll's. Kluck, kluck, kluck. Dann nehmen wir noch ein paar Tränke. Wir haben ja genügend wieder gekauft, zum Beispiel. Dann hat sich die Sache doch wieder. Ach, wir haben 17 rohes Fleisch wieder. Gut. Ansonsten ist hier noch was. Irgendwas war da noch? Ich hab doch irgendwas. Ah, Sumpfkraut. Okay. Dann mal sehen, um die Ruinen hier rum, ob wir da noch Erfahrungen irgendwie zusammenkratzen. Oh! Okay. Einfach zurückholen hier. Zack. Tot ist er. Dann noch eine Sumpfratte. Hm. Echt mal alles auf dem Weg hier. Zack. Die hat auch wieder 2 rohes Fleisch für mich. Ja, noch mehr Drachensnapper. Warum nicht? Na, hoffentlich klappt das diesmal besser. Weil, wenn ich jedes Mal so viel Leben verliere, sind meine Tränke ruckzuck weg. Mal sehen. Versuchen wieder nur einen anzulocken. Weil gegen 2 will ich. Hä? Der war doch gar nicht näher. Okay. Was macht er denn jetzt? Ich glaube, er will futtern. Ja, er will futtern. Bam. Einmal erwischt. Naja. Dass es noch verkraftbar. Super. Wie die immer auf einmal dann fressen wollen. Und dann total abgelenkt sind. Hä? Schon wieder. Bam. Das ging gut. Da ist nichts zu holen. So. Jetzt muss ich nur aufpassen, dass hier nicht irgendwo ein Vieh noch in der Ruine lauert und dann plötzlich mich von hinten her überrascht. Das mag ich ja gar nicht. So ein fieser Hinterhalt, das können die auch immer mal wieder gut. Fieser Hinterhalt. Fieses. Fieses. Ich habe meine Grammatik hier. Ah, hier war nichts mehr. Nope. Nope. Okay. Was ein Scheißwetter, hä? Da wird die ganze Rüstung schon wieder nass. Als ob die nicht schon schwer genug wäre. Ach so, eine Ritterrüstung ist ja ganz schön schwer. Ich hatte zumindest ja schon ein Kettenhemd an. Boah, ist das schwer. Leck mich am Arsch. Ich will gar nicht wissen, was eine ganze Rüstung wiegt. Das geht kaputt nur von Gewicht, ey. Das ist abartig.
Okay, das ist ein Drachensnapper. Ich speichere nochmal. So viel Zeit muss sein. Nein! Warum kommen jetzt beide? Fuck! So war das ja eigentlich nicht geplant. Shit. Shit, shit, shit. Jetzt muss ich gucken. Möglichst weit weg. Ach, verdammt, ich krieg's ja nicht. Es bleibt doch stehen. Das darf doch nicht wahr sein. Hartnäckig, die Viecher. Ich will nicht gegen gleich zwei kämpfen. Vergiss es. Ich lade. Ist mir jetzt zu blöd. Nö, nö. Das... Ich will nicht wissen, was das dann plötzlich an Dings gekostet. Ich guck mal. Das muss doch möglich sein, die einzeln anzulocken. Ach Gott. Ich muss mich nur einen Zentimeter vorbewegen. Schon ist der eine gekommen. War so dicht dran doch. So, möglichst weit weg, dass der andere nicht trotzdem mal noch kommt. Mist! Ah! Ein Tick zu früh. Ich doch wieder was abgekriegt. Und ein Treffer, ein Trank weg. Boah. Abartig. So, der noch. Na, komm her. Drecksack. Drecksvieh. Ha! Ohne Schaden zu kriegen. Wunderbar, so müsste es immer klappen. Das ist schon geil, wie man den einfach immer ausweichen kann, den Bissen. So, hier oben war ich, glaube ich, schon mal. Ja, also hier ist mal nichts mehr. Gut. Jetzt warten mal. Ich gucke jetzt aber noch gerade ganz schnell. Oh, was liegt denn da alles rum? Ah, von den ganzen Goblin-Kriegern, die ich da hier getötet habe. Rostige Axt und rostiges Schwert. Genau, ja. Jetzt will ich nur gerade hier oben Ruine gucken. Vielleicht ist da noch was. Ich glaube es ja nicht. Aber ich überprüfe es nochmal. Nee. Ja, scheint nichts mehr zu sein. Okay, gut. Dann haben wir das. Jetzt kann ich nur mal kurz gucken, ob ich die Wassermarke ausrauben könnte. Das ist zwar moralisch nicht korrekt, seine eigenen Gefährten zu bestehlen. Nee, geht auch gar nicht. Ah, der könnte noch Tränke beibringen. Warte. Echt? Mal. Kunst des Tränkebrauens. Lehre mich die Kunst des Tränkebrauens. Was willst du brauen? Ja, was hat denn der noch so? Hm, auch nur mal eine Essenz. Und jemand müsste mir ja noch Geschwindigkeitstrank beibringen können. Vielleicht in der Stadt. Da habe ich ja... Konstantino war ich. Ob er Ignaz oder so? Glaube ich noch nicht. Könnte ich da halt noch probieren. Also ein Geschwindigkeitstrank. Der ist auch schon praktisch. Was? Ich habe die Gefangenen befreit? Habe ich das dem noch nicht gesagt? Ich habe die Gefangenen befreit. Sehr gut. Mögen sie wohlbehalten in ihrer Heimat ankommen. Habe ich das irgendwann vergessen, den zu sagen? Nee. Die gebe ich nicht ab. Die ist mein. Was werdet ihr nun tun? Wir bleiben hier und verhelfen dem Tempel wieder zu Glanz und Größe. Allzu lange schon verweile... Ja, kennen wir. Auf jeden Fall... Adanos möge dich schützen. Hm, nochmal 5 Wörter Erfahrung gekriegt. Sage ich nicht nein. Hey! Ah, warte. Haben wir mit dem schon gehandelt? Seit wir hier waren. Der hat auf jeden Fall nochmal Tränke. Boah, die. Aber wieder ganz schön ins Geld gehen. Aber es geht schneller als immer die. Boah! Selbst zu brauen. Oh, leck, was ist denn jetzt los? Unwetter hat der. Das ist natürlich nett.
Was hat denn der sonst noch da so? Uiuiui. Was ist denn jetzt los? Alter. Golem erwecken. Das ist natürlich auch geil. So ein Golem ist auch praktisch. Muss man schon sagen. Und Wetter finde ich noch nice. Schwächere Form von Feuerregen sozusagen. Verwandlung Feldräuber, da wird man sich ja schaden. Und scharf erst recht. Snapper, naja. Snapper ist ja auch nicht wirklich stark mehr. Da bin ich auch besser. Aber ich könnte hier ein paar rostige Schwerter zumindest mal verkaufen. Naja, viel ist nicht. Naja. Steinbrecher. Stabkeule. Weg damit. Was soll ich damit? Hier könnte ich noch ein paar Sachen verkaufen. Das Breitschwert ist natürlich geiler als die anderen zwei. Komm. Machen alle gleich viel Schaden. Streitaxt. Oh, die sind geil. Die sind alle geil. Wenn ich 100 Stärke habe, könnte ich immer die gesegnete Erstklinge schon mal tragen. Huhu. Naja. So. Lass mal's gut sein. Genug gehandelt wieder. So. Und was ich jetzt noch mache. Wofür habe ich die Geschwindigkeitstränke, wenn ich sie nicht nutze? Selbst wenn ich nur 5 Stück habe, kann ich doch mal nutzen. Speed up. Jetzt rennen wir mal da schnell noch runter. Gucken, ob wir da auch noch Gegner haben. Müsste eigentlich. Bis hier unten war mal, da war ja noch ein Feuerwehrmann. Aber weiter bin ich hier nicht runtergegangen, erstmal. Boah. Kleiner Ruckler hier. Ich muss nur aufpassen. Wow. Ich speichere dann aber trotzdem nochmal, weil ich, hier ist ziemlich unübersichtlich, das Gelände. Auf einmal habe ich dann alle möglichen Feinde am Backen. Wow. Hilfe. Ach, die sind da so Grasland, komische Snapper. Ja, die sehen vielleicht aus. Zack. War da nicht noch ein dritter? Ja, da war noch ein dritter. So. Die haben auch noch Fleisch für mich. Fleisch. Was braucht ein Mann? Ein Fleisch und ein Grill. Sonst ist hier aber nichts. Bisher. Guck ich mal hier noch lang. Oh, da sind noch Drachensnapper. Juhu. Mal einer bisher. Ah, die sind doch selten alleine. Das sind ja wie Snapper. Im Rudel eher. Ich sehe nur einen. Zumindest auf jeder Seite. Nee, der ist alleine. Okay. Ah! Ja, der ist schon dran. Mist. Egal. Boah, 79 Heiltränke jetzt. Naja, dafür bin ich wieder pleite. Boah, 1300 Grad mal. Mann, habe ich wieder viel Geld ausgegeben. So, ist da drüben noch was? Oh. Diese Säcke haben mir 240 Erfahrung gestohlen. Weißt du, die krass. Was, wie heißen die Scavenger? Die speziellen Grasland-Scavenger oder so. Haben sie getötet, die Drecksäcke. Ah, Mist, jetzt futtern die dabei. Das sind zwar jetzt abgelenkt, aber die kann ich nicht einzeln einlocken. Das ist natürlich jetzt sehr mies. Sobald ich einen angreife, kriege ich beide ab. Oh, ich hasse es. Boah, das ist jetzt richtig schwul. Ah! Ah! Oh, keine Chance, Alter. Ich brauche jetzt einen Mann, haben die mich fertig gemacht. Ich brauche jetzt irgendeinen Trick oder ich mache einen der Spruchrollen. Machen Golem oder sowas. Ich brauche nur einen, der ein bisschen was aushält und ablenkt. Mehr nicht. Oder ich friere einen ein mit. Habe ich da noch einen Eisblock? Oder habe ich noch 11 Stück von? Ach. Jetzt muss ich wieder hier. Ich habe ja alle Teleporter schon. Alle Slots schon belegt. Skelett, Golem. Ne, da habe ich einen Eisblock. Ist mir doch lieber.
Mist. Okay. Das hat schon mal geklappt. Ah, super. Eisblock for the win. Die sind schon sau gut. Sau praktisch. Gut, dass ich immer ein paar Spruchrollen für so Fälle im Gepäck habe. Ja, weil ich jetzt auch irgendwie so lösen können, aber warum schwer tun? So ist es viel leichter gewesen. Ach Mist, jetzt laufe ich wieder normal. Der Sprint hat schon wieder nicht gewirkt. Naja, es hält 5 Minuten. Immerhin. Das ist trotzdem ein bisschen kurz. Hier ist absolut gar nichts. Okay. Schade. Ich gehe trotzdem mal noch weiter bis zur Tempelanlage. Ist hier hinten vielleicht nochmal was? Der Höhle? Ich guck mal. Hat die Höhle hier? Nee, ist noch was weiter. Hier rum. Wunderbar. Gucken, gucken, gucken. Ist hier was? Nee, hier ist gar nichts. Naja, hätte ja sein können. Dass das hier runter geht, abartig. Ist da noch was? Nee, auch nicht. Hm, schade. Ach ja. Da war ich ja immer noch nicht. Da kommt man nur mit einem Trick hin, oder? Ich weiß es gar nicht mehr wie. Egal. Vielleicht da im Tempel noch was. Vielleicht. Guck ich mal. So ein paar Skelette werden noch bei nett. Naja, zumindest für Erfahrung. Schaden machen sie halt. Bisher waren ja fast immer Skelette hier. Hm? Verdammt, hier ist echt alles leer. Ne, nicht ganz. Oh, da ist auch ein Dings. Ah, wie sind wir zurückweichen, die Tricksäcke? Ha, hab ich dich erwischt. Irgendwie ist mein Arm länger als deiner. Das sind doch ein paar Skelette und Feuerteufel. Sehen aus. Nichts zu holen. Wie ein, ja, ein unsichtbarer Dingsläufer. Schatten. Ach, wie heißen sie? Schattenläufer. Tricksack. Komm her. Ah, hat er mich erwischt. Es sind doch noch ein paar. Gut, dass ich noch hier nachgeguckt habe. Da ist nichts zu holen. So, der nächste Feuertafel bitte. Ja, komm her. Ich habe keine Angst vor dir. Nicht mehr. Boah, ich weiß noch, wie ich es erstmal hier in Eton Welt gekommen bin. Boah. Das war auch brutal. Mit denen. Boah. Wie er mich erwischt hat. Drecksack. Ha. Fick dich. Ich hasse die Viecher. Scheiß Skelette. Bäm. Oh, Stufeaufstieg. Nice. Schon wieder ein Level. 39 sind wir ja schon. Boah, krasse Scheiße. Dabei bin ich immer noch im 4. Kapitel. Krass. Geil. Das ist geil. Und da drüben hin komme ich immer noch nicht. Verdammt die Shit. Egal. Man kann nicht alles haben. Ich meine, ich habe es ja schon mal versucht von oben.
Ich meine auch schon ein Video gesehen zu haben, der hat das echt geschafft, von hier oben mit einem normalen Sprung ohne Akrobatik darüber zu segeln. Ich meine rüber zu springen, aber ich weiß nicht, wie er es hingekriegt hat. Ich speichere mal. Uah! Nein! Verdammt, es hätte ja fast geklappt, wirklich. Er ist aber nicht gesprungen irgendwie. So wie ich wollte. Am Rand zumindest. Das ist auf jeden Fall auch noch ein Schatz. Nein, nein, nein! Nein! Alter, ich hatte's doch fast! Und wie mies ist das denn? Ich muss immer zusehen, bis ich nach unten falle. Ich kann nicht vorher schon Pause drücken. Ich hatte's doch jetzt fast. Hä? Ach so. Handy nur. Ach gut, schwach. Bla, bla. Nein! Wie? Hä? Alter, ich lieg doch da schon fast drauf und fall trotzdem noch runter. Wie mies ist das denn bitte? Ah, die Frage ist, wenn ich rüberkomme, wie komme ich wieder zurück? Schaffe ich das dann auch? Ja! I did it! Nice! Magischer Bogen haben wir hier noch. Immerhin. Und ein Trank. Oh. Ah, scheiße, ich kann... Boah, ich konnte mich gerade nicht bewegen. Hier ist ein Steinwächter zerstört worden. Heilkraut. Also es klappt. Nur man muss mehrmals versuchen. Es geht nicht immer gleich. Oh, zwei Endkampfes. Nice. Sehr geil. Dann zwei Endkampfes könnte ich dann noch Meister machen. Hätte ich das auch Meister. Snapperkraut. Hat man das für irgendwas gebraucht? Weiß ich gar nicht mehr. Igol. So, nu. Wenn ich hier schon bin, muss ich alles erkunden, weil nochmal hier mich rüberhangeln will ich nicht. Ist nur die Frage, ob ich auch zurückkomme. Das ist die Frage natürlich. Snapperkraut. Hier ist überall Snapperkraut. Was geht denn ab hier? Schwarzes Erz. Geil. Das ist auch selten, soweit ich weiß. Vermutlich. Feuernessel. Nö, lass mal stecken. Weidenbeere, Weidenbeere, Weidenbeere. Oh, die Zeit ist schon fast wieder abgelaufen, nicht? Verdammt. Aber hier, das mache ich noch. Wow, Alter. Dann machen wir ein bisschen länger heute. Weil... ich will nicht abspeichern, bevor ich nicht sicher weiß, dass ich auch wieder rüberkomme. Ah, die muss ich öffnen. Die ist verschlossen. Mist. Ah, geschafft. Und was haben wir hier denn? Rubinklinge. Alter. 7% an Einheitentalentbonus. Alter, geile Sache. Das hat gelohnt. Also sowas finde ich natürlich geil. Und der Schatz noch heben. Müsste ja auch vom Crack sein, ein... Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Leichter Fisch. Trank. Und eine alte Steintafel. Okay. So, ich muss mich gerade nochmal heilen. Und dann gucke ich mal, leichter Fisch. Und was hatte ich da noch so alles? Ich hatte auf jeden Fall Magie, kann ich mal lesen. Plus 6 Mana. Zweihandkampf ist... Die Zweihandkämpfe habe ich doch immer gleich schwach reingehauen, oder? Ja, komm. Kampf mit Zweihänder plus 2. Sehr schön. Und was hatte ich jetzt noch? Hier irgendwo ein leichter Fisch auf jeden Fall. Muss ich den nur finden in meinem Chaos. Hm, da oben ist er. Irgendwas versteckt. 3D-Tische. Pff, toll. Warum versteckt man 3D-Tische? Kann man auch so in die Truhe legen.
Oh nee, ich. Hatte ich nicht auch irgendeinen Trank hier? Oder war das ein normaler, wahrscheinlich ein normaler Mana-Trank? Kein besonderer Trank, schade. Ah, die Rubinklinge ist natürlich schon ganz nett. Obwohl es halt nicht so viel Schaden macht. Oh, ist die auch klein. Die sah irgendwie größer aus erst. Dafür hat man dann noch mehr ein Einhandtalent-Bonus. Da hätte ich 76. Jetzt habe ich nur 69, egal. Aber die Blitze machen es halt aus. Von der Claubelias. Der Extraschaden, der haut so raus. Oh, da haben wir auf jeden Fall noch einen Trank. Auch versteckt hier noch in der Ecke. Aber was war denn das jetzt für ein Trank? War das ein besonderer? Nee, anscheinend auch nur ein Heiltrank. Schade. Hä? Was brummt denn jetzt? Was war das? Bestimmt irgendeine WhatsApp-Nachricht. Mal wieder. So, jetzt muss ich nur gucken. Schafft mir das? Verdammt. Irgendwie muss ich doch hier rüberkommen wieder. Verdammt die Schitte. So, ich muss irgendwo abspeichern. Ach komm, speichere ich einfach hier ab. Ich will auf jeden Fall nicht das eine überschreiben, wo... Nicht, dass ich hier nie wieder rüberkomme, oder? Ihr müsst mal kurz die Augen schließen und ich fliege rüber. Ja, das war der andere Spielstand. Ist jetzt die Frage. Ich wüsste nicht, wo man sonst rübergesprungen könnte. Nein, das reicht absolut nicht. Scheiße, wie komme ich jetzt rüber wieder? Toll. Jetzt ist die Frage, wie ich zurückkomme. Verdammt, die Tricks-Scheiße. Aber sonst gibt es hier nichts Nahes. Absolut gar nichts. Das ist echt mies. Ich kann nicht so weit springen, verdammt. Boah, schafft man nicht. Hä? What the fuck? Ich habe überlebt. Mit einem Leben. Das ist mir noch nie passiert, dass ich hier unten noch lebe. Krasse Scheiße. Nun, was bringt das mir jetzt? Jetzt kann ich hier unten ganz am Grund des Tales rumlaufen. Aber ich komme hier nicht raus. Oh, und hier endet's. Toll, super. Und ich blute hier gerade mal alles voll. Wie ein abgeschlachtetes Schwein. Alter, so viel Blut, wie ich hier verliere, müsste ich ja eigentlich verrecken. Toll, ich komme hier nicht mehr raus. Ach, Scheißdreck. Oh, Freunde, das... Ich mach mal hier Schluss, ich glaube. Das muss ich dann anders regeln. Das ist echt mies, dass man hier nicht mehr rüberkommt. Kann man hier nicht irgendwas zerstören? Nicht irgendwas rumhauen, dass es wieder eine Brücke geben würde. Das wäre ja cool. Und hier, das wird wahrscheinlich auch nicht reichen. Nee. Aber ich mach mal Schluss mit der Aufnahme hier. Das Problem verschiebe ich mal auf die nächste Folge. Oder ich löse das in der Zwischenzeit. Also dann. Einmal gehen noch und dann sage ich Tschüss, mach's gut. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Ja. Ciao.